Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 9 von Half-Life. Und nein, ich habe mich nicht verzählt. Das letzte Mal war... Wow! Eine Doppelfolge. Alter, wie viele davon sind hier denn unterwegs? Okay. Ups. Da ist überall nichts. Nichts. Jedenfalls nichts. Okay. Wow, da ist ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Hallo, hallo. Ich glaube, von hier komme ich. Oh, Fast Zombies. Nope. Shit. Naja. Was soll's. Dann tippe ich mal, wir müssen hier lang. Okay, one down. HP. Nee, von hier kommen wir sogar. Okay, ich bin verwirrt. Wir laden Daten. Schauen wir mal. Und ja, das letzte Mal Half-Life ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ja, nee, von hier kommen wir. Wir wollen da rein. Dann nehme ich mal an, oben hoch. Nee, nicht hier lang, sondern hier lang. Oder? Nee. Auch von hier kommen wir sozusagen. Ich check's nicht. Nochmal Daten laden. Strange. Very strange. Gehen wir einfach mal hier lang. Nein. Ich höre mehr Fast Zombies. Nein, da können wir auch nichts dran ausrichten. Laufen. Der wirft die ätzenden giftigen Viecher. Aha. Munition. Nehmen wir das oder nehmen wir das? Wir nehmen das. Mehr Munition. Schrotflintenmunition, Munition, sehr gut. Da ist noch mehr Schrotflintenmunition. Munition. Ah, da bist du. Endlich. Ich sende dir den Karren, Bruder. Wird gleich da sein. Hau rein. Geduld, Bruder. Achte auf deine Deckung. Nein, ehrlich. Und fuck off, Penner. Alter, komm schon. Komm schon, Giovanni.
Oh, da ist noch eins. Ich denke, es ist Zeit, zum Magnum zu wechseln. Bruder, steig in den Karren. Kann vor lachen. Die Handbremse, Bruder, lass sie los und komm runter. Na, Gott sei Dank. Do it, Faggot. Hey, Munition. Yeah. Ups. Endlich begegnet ihr einander. Du solltest versuchen, meine Fallen zu umgehen. Sie sind das Werk eines Mannes, der früher müßig Unheil schuf und nun allein für das Seelenheil anderer lebt. Du hast sicher wenig Lust, in Ravenholm zu bleiben, also zeige ich dir den Weg zu den Minen. So gehört sich das. Was mich angeht, ein Hirte muss seine Herde hüten. Vor allem, wenn sie in Aufruhr ist. Nein, ehrlich. Folge mir, Bruder, doch sei behutsam. Dies ist heiliger Boden. Do it, Faggot. Do it. Ah, hey, mal wieder Datenladen. Whoop-di-doo. Na, immerhin. Fortschritt. Fortschritt, hey. Wusch. Ah, da ist noch einer von denen. Zwei. Ich will dein Leiden beenden. Au, au. Nicht sicher. Okay, ich hatte nichts anderes vor. Du bist zwar irgendwie ein bisschen schräg. Yeah, Sägeblätter. Ziel auf den Kopf. Nö. Ich ziehe jetzt gerade ganz woanders hin. Joink. Immer wieder witzig. So, das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Ein weiteres Sägeblatt. Ein weiterer toter Zombie. Noch ein weiterer toter Zombie. Du bist auch tot. Das ging scheinbar zu weit. Hey, das war ein Lucky Shot. Sehr schön. Triple Kill. Ja, da sind noch mehr. Au. Sorry, Dude. Balsam für deine Leiden, Kind. Immer wieder ulkig. Oh nö. Die. Hm. Tot und
tot. Und tot. Folge mir. Schnell, Bruder. Na, los, lauf. Na, mehr davon. Wehe dir, mein Kind. Alter. Komm mal ein bisschen aus dem Arsch hier jetzt. Schnell, ich halte das Tor. Wupp. Geschafft. So. Gibt's hier irgendwas zu holen, ist die große Frage. Nee. Wäre zwar zu vermuten gewesen. Scheint aber nicht so. Alles klar. Sesam, öffne dich. Let me guess. Jupp. Ladedaten. Oh, das ging fix. Ich tippe mal, ich muss da runter. Nur wie, ohne mir wirklich großartig weh zu tun. Das sind viele Headcrabs. Eine. Noch eine. Ha! Safety! Upp, halt, nee, da kommen sie hoch. Schauen wir doch mal, was hier drüben so ist. Munition für die Schrotflinte, das finde ich gut. Energie, Granaten. Da geht es nicht weiter. Hier geht er auch nicht weiter. Das dürfte doch schon mal ein recht großer Teil sein. Fast Head Crab. Poison Head Crab. Noch irgendjemand ohne? Ich höre noch welche, aber ich sehe sie nicht. Ah, da ist noch eine. Jetzt nicht mehr. Okay. Schauen wir mal. Mal, wir müssen darüber. Dann ducken wir uns doch mal. Upp. Na? Nee, geht noch. Da fällt mir ein, ich habe etwas vergessen. Einen kleinen Moment bitte. Ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel raustabben. Ich sehe es kommen, sonst schmiert gleich mein Rechner wieder mal ab. Na komm. Während das lädt. Das ziehe ich übrigens nicht ab, nur um das nochmal ganz kurz noch anzumerken. So, geht doch. Juhu, wir sind kurz mal aufschmieren. Alles klar, dann zurück ins Spiel. Weiter geht das. Erwischt. Da geht das ein ganz schönes Stück schon runter. Oh, goddammit.
Dann nochmal ganz kurz Luft holen. Das sieht aus wie... Oh, cool. Hier gibt's irgendwas zu holen. Aha! Loot, Baby! Oh, sonst scheint es da aber nichts mehr zu geben. Nee, abwärts! Oh shit. Auftauchen. Alright. Es ist alles gut. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. An den Part erinnere ich mich, glaube ich, noch. Jo. Und runter. Komm, 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 komm. Yes. Snip, snip. Schnell wieder hochsprinten. Ja, da kommen nämlich noch mehr. Alles klar. Haha. Einmal. Deckung. Und noch einmal. Freedom! Wenn ich richtig liege zumindest. Sei denn, es ist ein trügerisches Licht am Ende des Tunnels. Na komm, Ladedaten. Oh, das ist aber jetzt hell. Ah, sieht aus, als wären wir wieder in der City. Headcrab. Okay, alles wieder gut. Wow, viel Munition. Hey, hey. Okay, ich würde als erstes mal da links checken. HP. Sonst nichts. Ja, fast Zombie. Und die dazugehörige Headcrab. Whoop. Ein Sniper. Granaten. Okay, ich erinnere mich. Hier musste man, glaube ich... Whoop. Nope. Yep. Haha. Sucker. Da gab es auch noch eine Granate. Jetzt haben wir volle Munition wieder. Zumindest für Granaten, wohlgemerkt. Woo. An so ein paar Tricks erinnere ich mich noch. Hehe. Das klappt bei mir nicht. Das auch nicht, das war viel zu absehbar. Oh. Munitionskiste. Mehr Granaten.
Okay, wir sind wieder bewaffnet. Ah. Zombie. Oh. Combine Police. Kein Problem. Heißt das, wir kriegen jetzt hier gleich die coolen Plasma Rifles? Yes! Plasma Rifle! Jetzt bräuchten wir nur noch Combine Balls eigentlich. Munition fürs SMG. Na, sieht nicht so aus, als würden wir schon Combine Balls bekommen. Woo! Yep, Grenade. Ich stehe auf die Nachladeanimation von diesem Ding. Okay, das war eine SMG, wenn ich mich recht entsinne. Jupp. Quizfrage. Anscheinend. Ah, okay, kapiert. Oh, was gibt es denn hier drüben? Sieht nicht so aus, als gäbe es hier überhaupt irgendwas. Nee. Okay, kommen wir nur zurück. Und mein Timer blinkt, das heißt, nächste Ladezone ist Feierabend. Dann schon mal ganz fix hier rein. Ah, Combine Balls. Yes. Surprise, Motherfucker. Ich liebe diese Dinger. Okay. Flieg ihn zusammen und bring ihn nach hinten, sobald es geht. Sup, du. Gordon Freeman. Wie hast du das nur geschafft? Wir haben Meldungen von Alexa. Mal sehen, ob sie zu erreichen ist. Mir nach. Nö. Erstmal peile ich, was hier sonst noch so abgeht. Sieht aber nicht sonderlich interessant aus. Lauf, Bitch. Leon hier, alles klar hier. Und ich habe Gordon Freeman. Gut. Dr. Freeman, ehrlich? Ich habe mit Alex gesprochen. Ihr Vater wurde verhaftet. Hier drüben, Dr. Freeman. Eli Barrett ist für die Befreiung unverzichtbar. Vortigons. Okay, Munition. Yes. Alex, hier ist Leon. Ich habe Gordon Freeman bei mir. Let's loot all the things. Ihr seht ziemlich tot aus. Ja. Er soll die Küstenstraße nehmen? Zu Fuß kommt er dann nie an. Die Ameisenlöwen schlüpfen jetzt. Darum melde ich mich, Leon. Hast du noch den Scoutwagen, den wir letzten Sommer dort ließen? Den, der mit der Taukanone bestückt ist. Jawohl, gute Idee. Moment nochmal. Noriko, bring den Buggy sofort zum Dock. Gordon Freeman wird ihn fahren. Ja, hab gerade noch einen Munitionsbehälter angebracht. Gutes Timing. Okay, Alex, wir sind bereit. Tschüss, Alex. Okay, bevor es losgeht, solltest du dir ein paar Medikits und etwas Munition holen. Und dir nochmal auf der Karte ansehen, wo es lang geht. Im Wagen befindet sich hinten ein Moonbehälter, falls dir das hilft.
Wenn du im Wagen bleibst und die Klopfer nimmst, sollten dir die Ameisenlöwen nichts können. Ich sag der nächsten Basis, dass du unterwegs bist. Yes, Ladezone. Okay, das bedeutet... Ladezone... Ho! Das bedeutet vor allen Dingen für uns, dass die Episode schon wieder rum ist. In diesem Sinne, ne, wie immer, Zeit für die Standardverabschiedung. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer, von der Barcade. Bye, Leute!